Der Herr sagt, ihr habt mich gehasst, also wurdet ihr abgeschnitten und werdet sicher sterben. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Der Herr hat der Welt seinen Rücken zugedreht. 25. April 2011 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu dieser verfluchten Generation. Du Schlangenbrut, ihr habt ihn an das Kreuz genommen und immer noch kreuzigt ihr euren König, wieder und immer wieder. Auch jetzt schlagt ihr die Nägel ein. Auch jetzt weigert ihr euch, das Blut zu trinken, das vergossen wurde, um euch zu heilen. Verfluchte Generation, ihr werdet sterben. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet alle ganz sicher sterben. Es sei denn, ihr beugt euch vor dem Sohn, den ihr durchbohrt habt. Deshalb, meine Diener, hört nicht auf, diesen sterbenden Menschen zu sagen, was ich für sie getan habe, denn es soll ein Testament gegen sie sein. Denn der Herr, ihr Gott, hat sein Gesicht von ihnen abgewendet. Sie werden mich nicht wiedersehen, bis zu dem Tag, an welchem sie alle vor mir niederknien und sagen, gesegnet ist der, der im Namen des Herrn kommt. Deshalb, alle, die protestieren, entfernt euch von mir. Denn der Herr, euer Gott, ist ein großer König und seine Herrlichkeit wird ganz sicher offenbart werden, wenn sein Zorn über diese böse, lügende und verdorbene Generation ausgegossen wird. Denn ich habe über euch geblickt, ich habe all euer Schwelgen gesehen, worin ihr viel Freude an all euren Begierden gefunden habt, Begierden und Ausschweifungen jeglicher Art, immer in eurem Stolz wandelnd. Ihr werdet gewiss sterben, erklärt der Herr, denn der Menschensohn hat es gesprochen. Siehe, ich habe es verkündet vor den Nationen. Der Tod wird euch in die Ecke treiben. Er wird bei euch gefunden werden und er wird an allen hohen Orten Einzug halten. Denn ja, ich habe es gesprochen und ich sage es noch einmal, ich habe es gesehen. Deshalb sagt der Herr, nie mehr soll mein Name unter euch entweiht werden. Ihr seid alle wie Hunde vor mir. Weg mit euch! Ihr werdet hinuntergeworfen, entfernt euch aus meiner heiligen Stadt, all ihr kreischenden Vögel, denn euer Gott hat euch ganz sicher ausgespuckt. Ihr seid ein gefangenes und eingesperrtes Volk. Gefangene Kinder, ihr werdet meine Hand, die euch Brot gibt, nicht mehr sehen. Ihr seid alle abgeschnitten und meine Hand ist entfernt. Daher seid ihr dem Feuer überlassen, und es wird euch verbrennen. Ja, es wird auf euch einstürmen, 7-mal. Diese boshafte Generation ist verflucht in meinen Augen. Sie sind taub. Sie weigern sich, zuzuhören. Schaut, sie haben mich gehasst. Sie haben keine Liebe zu Gott in ihrem Herzen. Deshalb habe ich meine Diener gesandt, um ihnen zu prophezeien, aber sie werden nicht zuhören. Sie sind abgeschnitten. Ich liebe sie, doch sie lehnen es ab, meine Stimme zu hören. Und wenn ich zu ihnen spreche, machen sie dem lebendigen Gott ganz gewiss Vorwürfe. Deshalb sollen alle, vom Kleinsten bis zum Größten, umkommen, sagt der Herr. Die Bösen werden verzehrt sein. In der Hitze meines Zorns werden sie alle entfernt werden.
Doch ich werde kein komplettes Ende machen, denn ich habe einen Rest für mich reserviert. Eine große Ernte unter den Zweiten. Und wie Gold in einem wütenden Feuer, so werden diese geläutert werden, sagt der Herr.